Wir besuchen das Weingut Hoffmann in Appenheim. Weingut Hofmann. Wir werden gleich den Jürgen Hofmann treffen. Der hat nämlich diese Urkunde zu erwarten. Das ist der dritte Platz bei der Kategorie Riesling für seinen 19er Riesling Goldberg. Glückwunsch zum dritten Platz in Kategorie Riesling. Appenheim bekannt für seinen 100 Gulden. Sie haben aber den dritten Platz mit dem Riesling Goldberg erreicht. Sagen Sie uns doch bitte was zu diesem wunderbaren Wein. Ja, 2019 Gau-Algesheimer Goldberg und ich habe mich riesig gefreut für den dritten Platz. Bekannt sind wir ja eigentlich in Appenheim für unseren 100 Gulden. Korallenriff ehemaliges, entstanden vor 20 Millionen Jahren im Tertiär hier. Liegt relativ hoch, 280 Meter über NN, deswegen mehr die kühle mineralische Aromatik. Goldberg etwas anders da. Die Lage geht dann Richtung Gau-Algesheim, liegt dann deutlich tiefer, ungefähr so 100, 120 Meter über NN. Dadurch nicht ganz so kalkhaltig, bisschen mehr Löss, also Merkel. Die Weine sind dann eher gelbfruchtig und offen. Und deswegen 2019 noch relativ jung für einen Lageriesling, aber dennoch durch diese Lage, durch die warme Lage, die jeweils tiefer liegt, ein offener Wein. Gelagert haben wir das Ganze hier im Holzfass. Spontan vergoren, ohne Reinzuchthäfen. Es lag ungefähr bis Mitte April, Anfang Mai auf der Vollhefe. Danach haben wir das im Juni einmal kurz filtriert und dann ist es auf die Flasche gekommen. Und ich glaube, ihr habt das im November probiert. Und deswegen, normal kommen die Lagen immer erst ein Jahr später. Aber da wir 18 Goldberg leider nichts mehr haben, habe ich dann zum Wettbewerb B19 schon angestellt. Und wie gesagt, haben wir uns riesig gefreut für den Gau-Algesheimer Goldberg.